Dieses Video zeigt die Erstellung eines Modells, das im 3D-Drucker Asiga Max UV mit dem Material Ceramil XTP Orthomodel gedruckt wird. Dieses Modell wird später für die Herstellung einer Aufbissschiene unter Zuhilfenahme eines Tiefziehgeräts verwendet. Deswegen darf das Modell keine Unterschnitte aufweisen. Ein Ausblockmodell. Die Module Ceramil M Build und Ceramil M Splint und mindestens die Version 4.5 der Ceramil Software sind dazu erforderlich. Alle Materialien sind validiert und in den Workflow von Amann Girbach integriert. Um Ceramil XTP zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die folgenden Schritte bei der Konstruktion des Modells befolgt werden. Um das Ausblockmodell zu erstellen, markieren Sie zunächst die gewünschten Modellszene als Aufbissschiene und starten dann die Ceramil Mind Software. Es ist wichtig, alle störenden Fragmente oder Scan-Artefakte zu entfernen. Besonders im Oberkiefer muss der Gaumenanteil des Scans entfernt werden. Im Wizard-Schritt Modell ausblocken, definieren Sie die gewünschte Einschubrichtung. Und stellen dann die Parameter Abstand und Glättung auf 0. Diese 3D-Datei sollte nun als Ausblockmodell gespeichert werden. Stellen Sie dazu zunächst über das Menü Ein-Ausblenden sicher, dass ausschließlich die Schienenunterseite auf dem Bildschirm sichtbar ist. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Szene als Mesh exportieren. Benennen Sie die 3D-Datei um und speichern Sie sie als STL-Datei am gewünschten Speicherort. Zurück in der Database duplizieren Sie den Fall mit der Option Nur die Projektdefinition. Starten Sie Ceramil M-Build, um das Ausblockmodell zu konstruieren. Suchen Sie die zuvor gespeicherte STL-Datei und wählen Sie diese aus. Bei der Modellkonstruktion in Ceramil Mind wählen Sie im Schritt Modellausrichtung den Modelltyp 3D Print Ceramil Adjustable. Im Schritt Modell ohne Basisplatte ist es wichtig, die Wandstärke auf 3 mm zu erhöhen. Eine Beschriftung des Modells kann optional auf der Registerkarte Text des Schritts Attachments hinzufügen erfolgen. Nach der Fertigstellung des Modells wählen Sie die Option Asiga Composer, um die Daten über das Übertragungsfenster an die Composer Nesting Software zu übertragen. Wählen Sie das gewünschte Material und den Farbton sowie die zu druckenden Teile aus und fahren Sie dann mit dem Nesting in der Composer Software fort. Tragen Sie für den praktischen Teil des 3D-Druckverfahrens immer geeignete, chemikalienbeständige Handschuhe aus Nitril oder Neopren. Verwenden Sie keine Latexhandschuhe. Mischen Sie zunächst die Harzflasche, unabhängig davon, ob es sich um eine neue oder eine bereits geöffnete Flasche handelt. Schütteln Sie die Flasche eine Minute lang kräftig. Stellen Sie eine saubere Harzschale in den Asiga Max UV 3D-Drucker. Füllen Sie das 3D-Druckharz ein, in diesem Fall Ceramil XTP Orthomodel. Für eine optimale Leistung füllen Sie das Harz mindestens bis zur Minimallinie ein. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur beträgt 23 Grad Celsius plus minus 2 Grad. Wird das Druckharz in einer geschlossenen Harzschale gelagert, sollte das Harz vor jeder weiteren Anwendung erneut aufgerührt werden. Verbleiben Harzreste in der Harzschale, ist diese mit einem geeigneten Spatel vorsichtig aufzurühren, bis sie homogen und schlierenfrei ist. Hat sich am Boden der Harzschale eine Ablagerung gebildet, muss diese ebenfalls aufgerührt werden. Legen Sie eine saubere Bauplattform ein. Ziehen Sie die Feststellschraube an und schließen Sie die Tür.
Wählen Sie den Auftrag aus und fahren Sie mit dem Druck fort. Gießen Sie sauberes Ethanol oder Isopropanol über die gedruckten Komponenten. Entfernen Sie die Bauteile mit den entsprechenden Werkzeugen von der Plattform und reinigen Sie sie 3 Minuten lang in einem mit Ethanol oder Isopropanol gefüllten Gefäß mit Ultraschall vor. Achtung! Es werden 2 Gefäße benötigt. Eines für die Vorreinigung, eines für die Nachreinigung. Gießen Sie Ethanol oder Isopropanol nicht direkt in das Ultraschallgerät. Bei Nichtbeachtung besteht Entzündungsgefahr. Legen Sie die Bauplattform nach dem Druck in das Reinigungsbad für die Nachbearbeitung. Nach der 3-minütigen Vorreinigung trocknen Sie die Bauteile mit Druckluft und entfernen Sie die restlichen Stützen. Dann tauchen Sie sie erneut für 2 Minuten in frisches Ethanol oder Isopropanol in einem 2. Gefäß im Ultraschallreiniger. Nach der 2-minütigen Nachreinigung trocknen Sie die Bauteile erneut mit Druckluft und lassen Sie dann weitere 10 Minuten an der Luft trocknen. Reinigen Sie in der Zwischenzeit die Bauplattform gründlich von den Resten des Harzes. Nach einer 10-minütigen Lufttrocknung legen Sie die gedruckten Objekte in den Otoflash G171 und härten sie mit Licht für 2000 Blitze aus. Hierbei ist kein Vakuum oder Schutzgas erforderlich. Nach den 2000 Blitzen legen Sie die gedruckten Teile umgedreht in den Otoflash G171 und härten diese durch weitere 2000 Blitze ohne Vakuum oder Schutzgas aus. Die Modelle sind nun bereit für den Thermoforming-Prozess. Im folgenden Beispiel wird eine Aufbissschiene aus einer 2 mm dicken Tiefziehfolie mit 190 Grad Celsius Erwärmungsbedarf hergestellt. Verwenden Sie das Ausblockmodell zum Pressen der Tiefziehfolie. Das aus Ceramil XTP Ortho Model gedruckte Modell ist dank seiner hohen Temperaturbeständigkeit absolut verzugsfrei. In diesem Fall wurde optional ein Situationsmodell gefertigt, um die Zahnsituation 1:1 nachzubilden und abschließend die Passung zu überprüfen.